Grausiger Fund am Freitag im Westen von Potsdam. Ein Mann entdeckte am Morgen in seiner Garage die Leiche eines Neugeborenen. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Babys feststellen. Angaben zur Todesursache konnten zunächst nicht gemacht werden. Die Leiche wird noch untersucht. Am Fundort wurden Spuren gesichert. Wir haben heute Morgen gegen 9.30 Uhr einen Anruf eines Anwohners erhalten. Er hat hier sein Fahrzeug in diesem Garagenkomplex abstellen wollen und bemerkte ein Handtuch an der Giebelseite. Er hat sich dem genähert und dabei festgestellt, dass in dieses Handtuch ein Säugling eingeschlagen ist und dieser Säugling bereits tot war. Am Fundort nahe einem Bahndamm kamen zahlreiche Ermittler zum Einsatz. Anwohner äußerten die Vermutung, dass das Baby möglicherweise aus einem fahrenden Zug geworfen wurde. Auf dem Bahndamm verkehrt unter anderem die Regionalbahn Potsdam-Michendorf. Die Polizei ging jedoch zunächst davon aus, dass das Kind hinter den Garagen abgelegt wurde. Es werde aber auch geprüft, ob es aus einem Zug geworfen worden sein könnte. Am Nachmittag wollte die Polizei Fotos von dem Handtuch veröffentlichen, um möglicherweise Hinweise auf die Eltern des Babys zu bekommen.